Ich bin Alex, bin 21 und komme aus Nürnberg. Also ich bin Philipp, ich komme aus der Schweiz, bin 23 Jahre alt und habe jetzt hier vor einem halben Jahr zusammen mit zwei Freunden Monopel Berlin aufgemacht. Wir sind Monocle Berlin. Wir machen Maßanzüge, Maßhemden, Maßchinohosen und jetzt auch Maßmäntel für ein jüngeres Publikum. Oder jung gebliebenes. Oder ein jung gebliebenes Publikum. Und wollen wirklich diese schöne Sache den Leuten wieder näher bringen. Wir sind selber der Überzeugung, dass Anzüge nicht nur als Geschäftsuniform getragen werden sollen, sondern eben auch im täglichen Leben bestehen können. Das ist natürlich eine Frage der Passform, der Qualität etc. und wie man mit den Sachen umgeht, wie man sie pflegt. Aber grundsätzlich tragen wir die Anzüge von morgens bis abends und müssen eben nicht die Jogginghose abends anziehen und waren oder sind der Hoffnung, dass wir das einfach mehr Leuten beibringen können. Also wir wollen einmal geile Anzüge machen und hoffen, dass das nachher jeder trägt hier. Also wenn du bei uns reinkommst, dann kriegst du natürlich erstmal einen Kaffee und ein Wasser. Und wir versuchen dann zusammen mit dir rauszufinden, was du eigentlich möchtest oder in welche Richtung das gehen soll mit deinem Anzug, mit deinem Hemd oder mit deinem Mantel. Nachdem man so den Stoff ausgewählt hat und die ersten groben Anläufe an die Gestaltung gemacht hat, geht es eigentlich mit dem Vermessen weiter. Für uns beginnt das Vermessen eigentlich mit dem Moment, wo der Kunde in den Laden kommt. Und wir nicht schauen, wie bewegt er sich, wie ist seine Haltung, was trägt er sonst für Klamotten, wie ist dort der Schnitt oder die Passform. Also wir wollen das Thema Anzug neu interpretieren, minimalistischer, weniger von diesem ganzen unnötigen Krimskrams, nicht altbacken, also jung, modern. Inspiration liegt nicht bei einer Anzugslabel. Nee, auf jeden Fall nicht. Und es sollte nie fertig sein. Man sieht halt Dinge auf der Straße und setzt sie neu um. Oder ein Kunde probiert was aus an einem Anzug und man sieht plötzlich, okay, das könnte ja ganz gut aussehen oder sieht wirklich gut aus, wo man davor noch gar keine Erfahrung damit gemacht hat. Und so kommt man auf neue Ideen. Gut und auch schlecht. Das Leben bringt die Idee.